ich habe hier einen Dienstplan, in den von Januar bis Dezember Daten eingetragen werden sollen und ich möchte mir mit Hilfe der bedingten Formatierung die Feiertage und Wochenenden farblich markieren lassen. Und das Ganze soll dynamisch für verschiedene Jahre erfolgen. Ich baue das jetzt hier nochmal auf. In die Zelle B2 soll ein Startdatum eingetragen werden, das ich aus einer Dropdown-Liste auswählen kann. Diese richte ich also zuerst ein. Im Tabellenblatt Feiertage lege ich die Liste mit den Daten an, markiere diese und vergebe hier oben einen Bereichsnamen, nämlich Startdatum. Dann gehen wir auf das Tabellenblatt Dienstplan zurück, gehen in die Zelle B2, gehen auf den Reiter Daten, Datenüberprüfung und legen hier fest, dass die Daten als Liste angezeigt werden sollen. Als Quelle nehmen wir nun den eben vergebenen Bereichsnamen Startdatum und bestätigen mit OK. Dann bekommen wir hier den Auswahlknopf und die Dropdown-Liste angezeigt. Dieses Startdatum aus B2 wird nun in die Zelle H4 übernommen und in die nächste Zelle schreiben wir nun für jeden folgenden Tag H4 plus 1 und kopieren die Formel bis zum 31. Dezember nach rechts. Alle Daten habe ich hier benutzerdefiniert, formatiert mit Doppel-T, sodass nur der Tag angezeigt wird. Jetzt gehe ich nochmal in das Tabellenblatt Feiertage. Hier habe ich aus dem Internet die Feiertage für das Land Brandenburg für 2013 bis 2015 heruntergeladen und abgelegt. Die bedingte Formatierung will ich mit Hilfe der Funktion S-Verweis realisieren. Deshalb markiere ich die gesamte Spalte B und vergebe hier ebenfalls einen Bereichsnamen, nämlich Feiertage. Wenn wir hier die ganze Spalte markieren, dann hat das den Vorteil, dass wir später noch Daten unterhalb der vorhandenen hinzufügen können und die dann auch von diesen Bereichsnamen erfasst werden. In der S-Verweisfunktion dient uns dieser Bereichsname nun als Bezeichnung für die Matrix. Wenn wir das soweit vorbereitet haben, gehen wir wieder in die Zelle H4 und markieren mit Steuerung, Umschalt und Pfeiltaste nach rechts und Umschalt und Pfeiltaste nach unten die gesamte Tabelle. Jetzt gehen wir auf den Reiter Start, bedingte Formatierung, neue Regel erstellen mit Hilfe einer Formel. Und hier schreiben wir nun die S-Verweisfunktion hinein. Das Subkriterium ist das Datum, ausgehend von Zelle H4. Ich schreibe also Spalte H. Und jetzt müssen wir noch ein Dollarzeichen setzen, um Excel mitzuteilen, dass die Formatierung zeilenweise für den markierten Bereich erfolgen soll. Die Matrix, in der das Datum gesucht werden soll, haben wir Feiertage genannt und als Spaltenindex geben wir eine 1 ein, weil ja die Matrix nur aus einer Spalte besteht. Als Bereichverweis nehmen wir die 0 für einen exakten Treffer. Klammer zu und wir können auf Formatieren gehen und hier auf Ausfüllen. Ich wähle die Farbe Rot, bestätige das und klicke nochmal auf OK und wir sehen, wir bekommen die Feiertage rot angezeigt. Ich möchte mir jetzt noch die Wochenenden farblich hinterlegen lassen und dazu behalten wir die Markierung der Tabelle bei, gehen nochmals auf bedingte Formatierung,
neue Regel mit Hilfe einer Formel erstellen. Hier kommt nun die Funktion Wochentag zum Einsatz. Ich gebe also ein gleich Wochentag als Zahl das Datum beginnend mit H4 und hier wieder vor die Zelle das Dollarzeichen setzen. Als Typ trage ich eine 2 ein. Das bewirkt, dass die Funktion Wochentag die Zahlen 1 für Montag bis 7 für Sonntag ausgibt. Das bedeutet, dass für Freitag die 5 ausgegeben wird, deshalb schreibe ich hier noch größer 5. Also ich will ab Samstag die Zellen formatieren. Jetzt gehe ich wieder auf Formatieren, Ausfüllen und suche mir eine Farbe aus, bestätige mit OK und wir bekommen auch die Wochenenden farblich markiert angezeigt. Wenn wir jetzt aus der Dropdown-Liste ein Startdatum wählen, dann sehen wir, dass die Anzeige dynamisch erfolgt. Die Markierungen werden also mit den Daten verschoben. In einem nächsten Video möchte ich dann noch zeigen, wie wir aus dieser Jahrestabelle eine Monatsübersicht erstellen können, wo wir ebenfalls aus einem Dropdown-Menü den Monat für die Ausgabe der Daten wählen können. Okay.